哈利路亚啊！各位弟兄姐妹们，大家平安。Ich grüße euch alle, Geschwister. 感谢神，又来到安息日。Gott sei Dank, wir danken Gott. Wir sind wieder an. Es gibt ist heute Sabbat. 啊，大家一个礼拜来，可能很或是很辛苦，或是遇到很高兴，或是伤心。Wer weiß, vielleicht war eure Woche sehr anstrengend oder ihr habt Schönes erlebt oder auch Trauriges. Aber am Sabbat legen wir all diese Dinge zurück in Gottes Hand. Wer etwas Schönes erlebt hat, der möge Gott loben. Und wer Schweres erlebt hat, der legt es in Gottes Hand und gibt es ab. Nun kommen wir zur Ruhe an diesem Tag, wo Gott uns versprochen hat, dass er uns Frieden gibt und uns segnet. Ich will anfangen mit der Wiederholung, dass wir jetzt viele Wochen über die Gaben des Geistes gesprochen hatten. Es gibt eigentlich ganz über 10 Gaben des Geistes. 那我们是用哥林多前书第12章来看有9个。Wir haben uns diese 9 Gaben vom 1. Korinther 12 angeschaut. 那其他地方还有这属那个属灵的恩赐是随着时间，神要建造教会，不同时间、不同的地点赐给教会的。Diese Gaben, die begleiten die unterschiedlichen Orte und Zeiten, in denen die Gemeinde entstand und sich entwickelte. 那或多或少。Und dann hat Gott sie mehr oder weniger gegeben. 随着神的旨意加给人。Und Gott hat sie so gegeben, wie er es wollte. 那目的是什么？ Mit welcher Absicht? 所以在14章就开始讲，其实这个这些那个恩赐最主要是要造就教会。Diese Gaben sollen im hauptsächlich die Gemeinde erbauen. 那在第十二章的我们一直读的就是四节到十一节，这个这个就是属灵的恩赐。Die Gaben in Kapitel 12, Vers 4 bis 11 haben wir immer gelesen. 那这个只是来讲，就是有怎么样的恩赐，那做些什么？ Und da wird einfach aufgezählt, was für eine Gabe das ist und was man da tut. 那到了第28章呢？那28节呢？ Aber dann in Vers 28 就很具体的，这些恩赐有时候是借着人来做出来。Wird es mit den Menschen in Verbindung gebracht, ganz konkret. 所以第28节哈，12章28节。神在教会里面就设立了这些来实行恩赐的人。Dann steht Gott hat in der Gemeinde eingesetzt und die Menschen, die dann diese Gaben haben. 那前面你如果前后比较哈 ，Wenn man vorne mit hinten vergleicht， 那个在第十一章的第七节啊，第八节讲第一种恩赐就是智慧的言语，对不对？In Kapitel 12, Vers 8 wird die erste Gabe genannt, nämlich von der Weisheit zu reden. 那接下来就是知识的言语。Und dann von der Erkenntnis zu reden. 那第三是信心。Und drittens Glauben. 那接下来才有医病。Dann erst die Gabe zu heilen. 行异能。Also gesund zu machen. 好，那你看第二十八节哈。Nun schauen wir uns aber Vers 28 an. 在这里，譬如说，二十八节的后面说，行异能的、医病的、帮助人的、治理事的、说方言的。Am Schluss des Verses dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen,
zu leiten und mancherlei Zungen rede. Das wiederholt praktisch, was vorne gesagt wird, die fünfte, sechste, siebte Gabe. Aber zur Zeit der Apostel, die Gabe, Weisheit zu reden oder Erkenntnis zu reden, wird bestimmten Ämtern zugeordnet. Erstens die Apostel, dann zweitens die Propheten und drittens Lehrer. Die Gemeinde wurde ja auf dem Grund der Apostel und Propheten aufgebaut. Also nicht auf diesen Menschen speziell. Man hätte ja die Menschen erdrückt, wenn man wirklich wortwörtlich auf ihnen aufgebaut hätte oder einen riesen Umbau um sie herum bauen müssen. Es geht darum, um ihre Weisheit, die sie von Gott bekommen haben. 先知呢,就是知识的言语。 Propheten, die Erkenntnis, die sie bekommen haben. 那教师呢? Und Lehrer, 信心。 Den Glauben, den sie vermitteln. 所以神的恩赐是借着人来做出来的。 Das heißt, die Gaben Gottes werden eben durch Menschen verbreitet. 你没有人来做，当然我们说神是全能的神，可以啊，当然哦，这个绝对没问题的。 Natürlich ist Gott allmächtig und könnte alles auch so machen. 所以你可以从石头啊兴起亚伯拉罕的子孙啊。 Er könnte aus Steinen Nachkommen Abrahams erwecken. 可不可以？ Könnte er das? Ja, natürlich. 有没有发生？ Ist es geschehen? 到目前没有，我们不能说绝对不会，但是呢，没有发生。 Im Moment können wir das noch nicht sehen. 如果发生了， sollte es so geschehen worden sein? 不晓得怎么发生，我是没有办法想象。 如果用中国人来讲呢，就是猴孙猴子啊，因为那个孙悟空是从石头蹦出来的嘛。那如果亚伯拉罕子孙也从石头跳出来，我没有办法想象。但是神可以，但是呢，还没有发生。God kann es zwar tun, aber ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, wie das hätte gehen sollen. Aber er hat es auch nicht gemacht. 好，所以。 Die Gaben des Geistes, 就是我们已经看过了， haben wir gesehen. 但是呢，一个很重要的关键点， aber ein wichtiges Prinzip ist, 有时候我们会常常把属灵的恩赐跟这个人的才能混在一起想， dass wir die Gaben des Geistes zusammen mit einer natürlichen Begabung tun und sie so verwechseln. 用一个很简单来分别哈。 Ein einfaches Unterscheidungsmöglichkeit ist. 那个摩西是第一个在圣经里面写神的话的人。 Mose war der erste, der Gottes Wort niedergeschrieben hat. 之前都是口传的哈，在圣经学里面我们知道的。 Davor gab es nur mündliche Überlieferung. 亚伯拉罕只是说叫他。 神叫他就是把从神的恩典怎么样吩咐啊啊啊用嘴巴讲。 Und er hat Abraham hat einfach nur wiederholt, was Gott ihm geboten hatte. 第一个开始写的是神，啊那个对神。 Der erste, der überhaupt was niedergeschrieben hat, war Gott selbst. 写什么？ Was hat er niedergeschrieben? 写了就不会再变了。 Und die zehn Gebote verändern sich nicht. 啊，那摩西呢？ Mose? 神这样说，把那个利非定那个跟亚玛力人打仗写下来，第一次写。 Gott hat ihm gesagt, er soll das Ereignis bei Rephidim aufschreiben. 不但写，还要念给
第二代的带领的人约书亚听。Und er sollte es auch der nächsten Generation von Josua vorlesen. 好，那他怎么会写？Wie konnte er schreiben? Das ist 不是平常人做的事情。Denn schreiben war, konnte nicht jeder und nur besondere Menschen konnten das. 你也可以说神什么都会。Natürlich kann man sagen, Gott kann alles. 也可以从一个不识字的让他会写。Und er kann jemand, der eigentlich nicht schreiben kann oder ungebildet ist, plötzlich machen, dass er schreiben kann. 但是这一次神没有像你所想的那样子。Aber Gott hat es nicht so gemacht, wie wir uns das ausdenken. 神把摩西送到在当时最文明的埃及人的那个皇宫里面去哦。Gott hat Mose in diesen sehr zivilisierten und das, mit hoher Bildung ausgestatteten Palast geschickt. 我们在座大部分是中国人，中国人说我们有五千年文化。Wir sind viele Chinesen hier und wir sind stolz auf unsere 5000-jährige Geschichte. 其实吹牛啊。Aber wir blasen uns unnötig auf. 但是这个是上小学，我那个时候了。现在是不是这样？我就不知道。一定要这样子，就是要这个民族好。其实我们信耶稣是超过他们，不要。其实呢，埃及人已经在埃及的死人已经在住金字塔，中国当时的老祖宗还住在树上啊。最聪明的住树上。Grundschule beigebracht, aber eigentlich die Ägypter waren viel früher, viel zivilisierter und haben schon viel früher in Häusern gewohnt. 那中国人为什么呢？他说很聪明，因为你在地上睡怎么样，会蛇来动，山洞一样啊，蛇会来那个什么。那如果在树上怎么样？这叫有巢氏，一个中国聪明的一个人。Aber damals war China noch sehr unterentwickelt, aber trotzdem hatten sie schon Schlafplätze oben im Baum, eben um Schlangen zum Beispiel zu entgehen. 我要讲的是，神超过我们的思想。Was ich aber sagen möchte, ist, Gott übersteigt all unsere Kulturen und Entwicklungen. 他把他的工人送到埃及的王宫里面去。Er hat den Menschen, den er später beauftragen wollte, in den Pharaonenpalast geschickt. 结果怎么样？ Und daraus resultierte? Stephan 说。Stephanus sagte. Stephan, no? Stephan. 不晓得 Stephan 有没有在听。Stephan 怎么样？说，他说他学了那个当时埃及的一切的学问。Stephanus sagte, dass Mose alle die damaligen Dinge gelernt hatte, die dort am Palast zu lernen waren. 然后呢，说话、行事都有才能啊。Und er konnte, er hatte Rhetorik und andere Dinge gelernt. 所以，这个就是才能。Das ist, 那我们来看一下， Fähigkeit, oder? 对，我们来看那个《使徒行传》嘛，哈，这个司提凡讲的，司提凡现在的司提凡会不会讲这，我就不知道了。Lesen Apostelgeschichte 7。啊，我们来看第七章，《使徒行传》七章二十二节。Vers 22。摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Hey, 你看，学了，德文他说智慧啊。In Worten und Werken. 不是智慧，他学了一切的智慧。Wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt. 在当时的埃及人的智慧最高的。Und die Weisheit der Ägypter damals war am weitesten ausgebildet damals. 说话行事都有才能啊。Er war mächtig in Worten und Werken. 这样好不好？ Ist das gut? 这个世界人若有这个，当然是很好啊。Natürlich in der Auffassung der Welt ist das wunderbar. 你去 Gymnasium 对不对？做了 Gymnasium 这不是学这些吗？ Ist es nicht so, dass man im Gymnasium diese Dinge lernt? 对不对？有没有用？ Ist das nützlich? 摩西学过啊。Mose hat es auch gelernt. 如果你是很厉害， und wer darin gut ist, 也是很好啊。Das ist auch gut für ihn. 这是才能。Das sind Fähigkeiten. 是不是属灵的恩赐呢？ Sind das nun Gaben des Geistes? 就不一样啦。Nein. 不一样在哪里？ Was ist der Unterschied?
不一样, 不是你技巧性的问题, der Unterschied ist nicht 就是你的 technical, liegt nicht in der Methode oder Technik. 不是说你 在Gymnasium学的就是爹地大师，然后呢，属灵的恩赐就是什么？咚咚咚，也不对啦。Also die Inhalte, Methoden und Techniken sind nicht gleich, sind gleich, 对不对? Und unterscheiden sich nicht. 你在学文宣的那个文章的时候，你用的文法是不是Gymnasium学的？ Die Grammatik, die wir verwenden, verwenden wir doch, die wir im Gymnasium gelernt haben. 正书教会有没有出一套就是圣灵文法? Gibt es eine geistliche, vom Geist eingegebene Grammatik, die wir dann verwenden? 哦, 啊, 没有了, Nein, natürlich nicht. 好, 摩西的这些才能, Diese Fähigkeiten, die Mose hatte, 有没有用? Waren sie nützlich? 这些说, 有没有用? 当然有用啊, ja, sicher, sie waren nützlich. 在哪里用? Wo? 在埃及用啊, In Ägypten. 他进到要为神工作, als er aber anfing, für Gott, Gott zu dienen, 有没有用? War das dann nützlich? 因为在埃及他们也要训练身体的, in Ägypten hatten sie auch also, wie sagt man, Training, körperliches Training, 那个西亚人也一样, so wie die Griechen auch. 他们说好的灵魂住在好的身体里, zu sagen, eine gesunde Seele wohnt in einem gesunden Körper. So, 你看那个古希腊, 古, 古埃及, 他们都是, wenn man so alte Statuen oder Bilder anschaut von Griechen oder Ägyptern, sind die sehr muskulös. So, 他才有办法怎么样? 啪啪啪, 一个人就死掉了。 Nur deswegen konnte er so einfach einen Niederschlag. 这是不是属灵的恩赐呢? Ist das eine Gabe des Geistes? 不是啊。 Nein. 但是, aber 他有一个转变, er erlebt einen Wendepunkt. 什么样的转变? Was für eine Art Bekehrung? 40年的旷野. Das geschah in der Zeit, in der er 40 Jahre in der Wüste lebte. 40年的自我的否定. Wo er sich 40 Jahre lang selbst verleugnen musste. 这个我们讲过很多次, 对一个当时的以那个神的子民来讲, 那个摩西已经把自己卖掉了。Für jemand, der zu Gottes Volk gehörte, hat Mose sich eigentlich schon verkauft. 他的孩子已经不可以说他是神的子民了。Seine Söhne konnten nicht sagen, sie gehörten zum Volk Gottes. 他已经放弃掉了。Er hatte sie schon aufgegeben. 因为太伤心了。Er war zu traurig. 要忘了他的父家了，忘了吧。 Er hat sein Vaterhaus vergessen. 他要了，所以才取名叫马拿西，忘了吧，忘了父家跟他的痛苦，重新开始，不理他们。 Deswegen hat er seinen Sohn so genannt, dass es das bedeutet, ich vergesse mein Familie, mein Vaterhaus. Vaterhaus, 对，嗯，所以他的两个孩子都没有受割礼。 Und deswegen waren seine beiden Jungs nicht beschnitten. 所以到 他开始要做工之前，神要杀他。 Und Gott wollte sie beinahe umbringen, bevor er mit dem Dienst anfing. 他太太冲。 Und dann griff seine Frau ein. 他太太就放弃他的主权。本来这两个孩子是在妈妈的手下，他妈妈说：“好吧，给你吧。”他选择了，我要选这两个孩子，还是选先生，还是选先生？ Und sie gab ihre beiden Söhne auf, die eigentlich unter ihrer Kontrolle standen, und hat damit ihren Mann gewählt. Das war ein großer Wendepunkt. Und danach wissen wir, dann sagte er, Mose fragte, wer bin ich? Das ist nicht unbedingt Ausdruck von Demut. Sondern wirklich, nach solchen 40 Jahren, nicht nach ein paar Tagen. 好, geschah Folgendes, wir beschäftigen uns mit dem Ergebnis. 他跟神面对面, er konnte mit Gott von Angesicht zu Angesicht 到最后呢, sprechen. 并且呢, 对谈呢,
und konnte mit ihm sich austauschen. 我们看第四章, 出埃及记四章, lesen wir 2. Mose 4, 第16节, 17节. 4, Vers 16 und 17. 结果呢? 17节. 结果就, 你手里要拿这杖,好行神迹。 Das Ergebnis in 17. Und diesen Stab nimm in deine Hand. So, jetzt Mose hat einen Stab in seiner Hand. Was für ein Stab ist das? Der Stab von, mit Gottes Vollmacht. Das war eigentlich sein Hirtenstab, mit dem er gelitten hat 40 Jahre. 40 Jahre Schäfers, Hirte sein. 人家雅各牧羊的, 就是他, 自己牧羊牧了七年, 六年, Jakob war 6 Jahre Hirte. 他就应该说赚了两队人马。 Hat er die Herde verdoppelt. 不是, 他就从零开始, 雅各故事哈，他为了两个太太服侍14年了，一毛钱都没有。 Er hatte ja 14 Jahre für zwei Frauen gedient und hatte kein Geld bekommen. 第14年之后，他说：“我要回家了。”他的舅舅说：“不要了，现在开始算工钱了。” Nach 14 Jahren wollte Jakob dann zurückgehen und sagte seinen Onkel: "Wir rechnen jetzt mal aus." 啊，他就再做六年。 Und dann hat er nochmal 6 Jahre gemacht. Und in diesen 6 Jahren hat er so viel Reichtum angesammelt. Mose war in der, im Haus seines Schwiegervaters. 40 Jahre. Nach diesen 40 Jahren berichtet die Bibel, wie er dann anfängt, für Gott zu dienen. 不是, 40年之后看3章第一节啊。 2. Mose 3, Vers 1. 摩西牧养他岳父米甸祭司耶特罗的羊群。 Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. 言下之意, 这个意思就是说他自己一只羊都没有啊。 Und das bedeutet, dass er gar keine Schafe selbst hatte. Wir wissen auch warum. Zur damaligen Zeit war es ja eher so, dass eine Frau in die Familie des Mannes hineingeheiratet hat. Aber wenn ein Mann gar nichts hatte und auch irgendwie schwach war, dann konnte er auch in eine Familie der Frau hineinheiraten. Aber die Kinder gehören dann zu dieser Familie von der Frau. 那个我的姑姑哈，有一个大姑啊，我们叫大姑姑，就是这样子。她姓柯，但是住在我们家旁边。为什么呢？因为她是台湾话叫遭罪的，就是把我的那个姑丈遭罪过来。所以，虽然她姓卢啊，但是她的孩子也姓柯。 Eine Tante von mir, da war das auch so. 好，那这个就是摩西啊。 Und so war es mit Mose. 那现在，摩西现在他先手里拿着神的杖。 Aber er hatte jetzt den Stab Gottes in der Hand. 神跟他同在。 Gott war mit ihm. 神说，神也成为他的，派一个嘴巴给他。 Und Gott hat ihm auch einen Mund mitgegeben. 他说：“我左口笨舌神，说谁在造嘴巴呢？神在造嘴巴的。” Als Mose gesagt hat, ich kann nicht reden, hat Gott gefragt, wer hat den Mund geschaffen? Ich. 在这之前，不是他说话行事大有才能吗？ Hatte er nicht, war er nicht mächtig in Worten davor? 但是呢，到了神的国里面。
Aber als er in Gottes Reich kam, 经过40年, 情况改变, nach 40 Jahren Wüste hat er sich verändert. 他以前在埃及学的埃及文会不会忘记? Hat er die ägyptische Sprache, die er damals gelernt hatte, vergessen? 他不会忘记的了. Nein, hat er nicht vergessen. 母语是越老越清楚. Denn die Muttersprache, die man von klein auf gelernt hat, ist, je älter man wird, desto präsenter. 你虽然如果你是斯瓦本人，你活了一辈子，到最后你那个斯瓦本的话还是很流利的。 Wenn man als Schwabe aufgewachsen ist, kann man auch dann mit nach ganz vielen Jahrzehnten immer noch Schwäbisch sprechen. 这个是没有办法忘记的了。 Wenn man das nicht vergisst. 摩西是在王宫长大的。 Und Mose ist im Palast des Pharao aufgewachsen. 好，接下来你看，神把他送去学了。 他就有才能，但是呢，到最后神让他转变成为属灵的，所以属灵就是灵，就是从神来的属灵的恩赐了。 Gott hat ihn zwar dahin geschickt, um bestimmte Fähigkeiten zu lernen, dann hat er aber ihn wieder herausgenommen, um diese geistliche Dimension zu lernen. 好，那我们现在就知道，我们有时候会把才能，就是从世上学来的才能，当成恩赐，这是错误的。 Das heißt, wir dürfen nicht verwechseln die Fähigkeiten, die jemand hat, mit den Gaben des Geistes. 你世上的才能，可就是你所拥有的。 Die Fähigkeiten, die man hat, wird man immer haben. 那属灵恩赐目的是什么？ Aber die Gaben des Geistes haben ein anderes Ziel. 刚刚我们看到了十四章之后，就是哥林多前书十四章，就是造就教会。 Wir haben es gesehen im 1. Korinther 14, es soll zur Erbauung der Gemeinde dienen. All die Dinge, die wir in der Welt gelernt haben und wo wir vielleicht sehr gut sind, kann sein, dass die uns aber, dass die nicht in der, dazu helfen, denn die Gemeinde zu erbauen. Sogar zum Teil umgekehrt, dass es der Gemeinde schadet. 当然，我现在要讲的是我自己的感觉了哈。 Ich rede über meinen eigenen Eindruck. 这一年来，我比较常有时间看报纸、听新闻。 Dieses Jahr hatte ich viel mehr Zeit, Zeitung zu lesen und Nachrichten zu hören. 去年三月、四月，我很有所谓的兴趣，想说哇，因为以前没有那么长时间，就是。 听新闻嘛，但是一次也差不多五六七分钟而已啊。Und früher hatte ich ja nicht so oft Gelegenheit, Nachrichten zu hören, diese 5 oder 10 Minuten Nachrichten. 一开始感觉哇，这个就好像开了一个世界一样。Und am Anfang war ich sehr interessiert und fand es ganz interessant, was da über Politik alles berichtet wurde.Aber nach circa 3 Monaten, 我感觉好烦哦。Fand ich das nervig. 为什么？ Warum? 都是政治家讲那个话，说。 Weil immer berichtet wurde, was die Politiker alles sagen. 如果你用平常话来讲，他们很有怎么很有那个辩口，就是很有智慧，那个在辩论啊，对事情很有知识啊，其实都是有的根本没有造就，并且呢，有时候是破坏的，因为里面。 Sie können gut reden und sehr, sehr beeindruckend, aber oft passiert es auch, dass sie der Situation eher schaden als nützen, weil sie zum Teil falsche Dinge erzählen oder lügen. So ist das in der Welt. Die werden beklatscht, die schnell reagieren können und intelligent erscheinen. 但是是那个属灵的就不一样了。Aber im geistlichen Bereich ist das anders. 那我们来看以弗所书。Jetzt lesen wir Epheserbrief. 第四章 Kapitel 4. 在这里我们的在要进入到那个爱中建立自己的基础是什么？ Kommen wir dahin, was
die Grundlage ist, was in Liebe aufgebaut werden soll. 用很简单来讲, 就是以弗所书四章第四节到第六节。 Das ist das in Kapitel 4, Vers 4 bis 6. 第一个先身体, das erste ist der Leib. 再来呢, 圣灵, und der Geist. 盼望, Hoffnung. 一个主, 一心, 一喜, 一个神, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. 这就所谓七个一了, ein Gott und Vater. Das sind die sieben Dinge, wo man eins sein soll. 那个第三节, Vers 3. 第三节, 那个中文, 那个, 我先念一次, 用和平彼此联络, 竭力保, 保守, 圣灵所赐, 合而为一的心。 3 steht, und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. 德文换的才对, 中文把它加一个心, 这个就有时候会差很远。 Die chinesische Übersetzung ist nicht ganz passend. 好像说我们有合而为一的心，其实跟你的心没有关系了。 Da ist von einem Herz die Rede, was einig sein soll, aber das ist hier gar nicht der Fall. 这个一是超过你的思考，你的所想的，超过你的心的，你的内心的心。 Diese Einigkeit steht über uns, über unserem Lebenswelt und auch über unserem Herz. 这个七个一, und diese sieben Dinge, die man eins sein soll, 有一个基础是什么? Darunter gibt es eine Grundlage. Dafür gibt es eine Grundlage. 就是这个身体. Das ist dieser Leib. 那在这个身体里面, 有圣灵, 有同一个盼望, 有一个主, 有一个信, 然后呢, 一样的洗礼，一种洗礼啊，你才能够进入到这个身体里面。 Und in diesem Leib ist all dies eins, nur ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, Glaube und Taufe und Gott. 那这个神呢，是我们的神呢？这个这里所讲的不是一般人的。 Und dieser Gott ist unser Gott und nicht der von allen. 因为他是我们的父，这里众人不是讲那个少。 不信的人, alle bedeutet hier nicht die Ungläubigen, sondern alle, die zu diesem Leib gehören. 神是所有人的神, er ist natürlich Gott für alle Menschen. 但是犯罪之后已经是不是他的父了。 Aber nachdem die Menschen gesündigt haben, ist er nicht mehr ihr Vater. 我们洗礼再成为神的儿女。 得应许的圣灵叫阿爸父，是从这里开始的。 Und nur durch die Taufe werden wir wieder Kinder Gottes und können ihn Vater nennen. 啊，我们看十一节。 Vers 11. 你看，这个属灵的恩赐又来了。 Da kommen wieder diese Gaben des Geistes zur Sprache. 现在不是用抽象性的或是道理性的，而是用具体人的。 Es geht wieder um konkrete Menschen und nicht um theoretische Gaben. 这里神他所赐的，这是神赐下来的。 Gott hat eingesetzt. 有使徒、先知、传福音的牧师和教师。 Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. 第十二节。 Vers 12. 这很重要的。 Das ist wichtig. 神赐这些做什么？ Wozu hat er sie eingesetzt? 为要成全信徒，各尽其职，建立基督的身体。 Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. 建立教会。 Also den Leib Christi, die Gemeinde bauen. 像摩西一样。 So wie Mose. 摩西之前也很有才能啊。 Mose war auch sehr gelehrt und fähig. 但是不适合在神的国里面服侍。 Aber das war nicht geeignet, um in Gottes Reich zu dienen. 他想说用他的拳头一拳把人打死, 然后呢? Er dachte, mit seiner Kraft könnte er den einen umbringen und ihm helfen. 然后就这样子, 神的国就建立了吗? Und wäre so Gottes Reich aufgebaut? 用这样来服侍神吗? Kann man so Gott dienen? 用自己的才能服侍神吗?
Mit den eigenen Fähigkeiten Gott dienen? Nein. 他热心用这样来服侍神，神一句话都没有讲。如果用人来讲，也没理他。但是呢，神要训练他，默默的来操练。 Er war sehr eifrig für Gott etwas zu tun, aber Gott hat da nichts gesagt, aber er hat ihn langsam gelehrt und trainiert. 40年之后，神才出声跟他说：“来哦，我要你。” Erst 40 Jahre später hat Gott ihn gerufen und gesagt: Ich brauche dich. 自从拿他拿了神的杖之后, und ab dem Moment, wo er den Stab Gottes hatte, 他还可以写, konnte er auch schreiben, 他还可以讲, konnte er reden, 他还可以带领, konnte er führen. 我想他以前的才能也不会说就没有了。 Ich denke mir, die Fähigkeiten früher hatte er auch schon. 现在是属于神的。 Aber jetzt gehören sie zu Gott. 以神来思考的。 Er denkt jetzt in den Gedanken Gottes. 人的才能都是为自己来想。 Die Fähigkeiten, die man selbst hat, die verwendet man für sich selbst und denkt für sich selbst. 这个不是说不对的哈。 Was nicht falsch ist. 譬如说你在读书的时候。 Zum Beispiel, wenn man lernt. 你数学很好。 Und man ist gut in Mathematik. 那你就说。 我选一个什么测量器好了，因为要用很多的数字嘛。 Und dann wähle ich ein Fach, in dem man Mathematik braucht. 对不对？当然对呀。 Das ist dann auch richtig so. 然后以后你就可以找这个工作啦，你很高兴啊。 Und dann kann man in diese Richtung eine Arbeit finden und man ist auch glücklich darin. 是不是？你说我数学很好。 Wenn man eben denkt, man ist gut in Mathematik. 那你就选一个什么资讯系的 informatik. Und dann kann man zum Beispiel Informatik wählen. 以后呢，就用这个可以好好生活。 Und darauf aufbauend kann man sein Leben dann finanzieren, also gestalten. 那你不能说，哦，这是我属灵的恩赐。 Und natürlich sagt man da nicht, das ist meine Gabe des Geistes. 这是你的才能，也是神赐的哦。 Das ist eine Fähigkeit, die zwar auch von Gott gegeben ist. 如果你要用到神的国，神的家。 Aber wenn man diese Gabe in Gottes Gemeinde einbringen möchte, 这个时候头脑要受过神的训练。 Davor müsste man noch ein Training Gottes absolvieren. 其实很简单。 Eigentlich ist es ganz einfach. 你就把这个放在神的面前。 Wenn wir es einfach vor Gott bringen, 全部你说神啊，我就是这样子而已。 Und sagen, alles bringe ich dir, so bin ich. 神说没有关系，我跟你同在。 Dann würde Gott sagen, macht nichts, ich bin mit dir. 我会带领你。 Ich werde dich führen. 那你也可以怎么说呢？ Dann könnte man ja antworten. 哎，你们教会啊，你们这些人听着啊。 Hört mal her, alle in der Gemeinde. 我是。 在这方面是专家。 In diesem Bereich kenne ich mich sehr gut aus. 听专家的话。 Hört die Worte des Experten. 那你就用你的才能要来带领。 In dem Moment benutzen wir unsere Fähigkeiten, die wir haben, um zu führen. 同样这个人。 Der gleiche Mensch. 他也可以说，神啊，我就是这样子，只有这些了。其实他已经很多了，但是对别人来讲，但是。 在神面前怎么，还是一些而已啊。 Der gleiche Mensch kann vor Gott kommen und sagen, ich habe nur das, das ist in deinen Augen wenig, ich gebe es dir. 你还是有这些，但是神说没有关系，我给你怎么样，你就用你这个杖，你这个杖变成什么杖？神的杖。 Und dann kann Gott sagen, ich bin mit dir und schau, du hast den Stab in deiner Hand, nimm diesen Stab und verwende ihn. 其实这根杖 是一样的杖, dieser Stab ist der gleiche Stab gewesen. 40年来也是这个杖啊, in den ganzen 40 Jahren war es dieser Stab. 但是呢，现在不是说我的杖, aber es ist jetzt nicht mehr mein Stab. 也不是摩西牧养的杖, auch nicht der Stab Mose des Hirten. 神把它提升了, sondern Gott hat ihn erhoben. 神说这是神的杖，我的杖。 Und hat ihn zu seinem Stab gemacht. 主权在神。 Und die Vollmacht liegt bei Gott. 内容完全是古时候的了。
die äußere Erscheinung ist wie bisher. 这样子才能够造就教会。 Aber nur so kann man die Gemeinde erbauen. 用人的才能, 用人的知识, 用人的老经验, 常常是怎么? 如果没事就没事, 有事的话, 会搞到教会乱七八糟。 Menschliche Erkenntnis, Weisheit oder Fähigkeit nutzen, kann entweder gar nichts bewirken oder sogar viel Schaden anrichten. 那我们看16节。 Vers 16. 全身都靠他联络的合适，百节各按其职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长。 Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft. Und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut, wächst. Den Teil, den ich gerade gelesen habe, da wächst der Leib. Warum wächst der Leib? Weil dieser Leib wächst, weil darin Propheten, 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 weil es in diesem Leib diese Menschen gibt, wie Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer und andere. Denn das Wachstum der Gemeinde hängt nicht von einem Menschen ab. Von damals bis heute. Das Aufkommen eines Königreiches. Gibt es immer im Hintergrund einen besonderen Mensch? Genghis Khan, als Genghis Khan auftrat, der so sehr so fähig, tüchtig erschien, ein großer Adler flog mal an ihm vorbei und dann hat er ihn im Flug erwischt und abgeschossen. 现在你可以吗? Können wir das heute? 现在就是蒙古人的妙报啊。 Selbst die Mongolen heute können das nicht mehr. 他是蒙古人。 Er ist ein Mongole. 全世界所听到的只有他一个。 Und man berühmt war nur dieser eine. 好，所以他才能够建立一个那个什么大帝国。 Und deswegen, weil er so tüchtig war, konnte er ein großes Reich gründen. 在西洋最厉害的，我们每次会想到的是什么？亚历山大。 Sehr tüchtig im westlichen Bereich fällt uns sofort Alexander der Große ein. 他8岁的时候。 Als er 8 war. 有一天，他爸爸打仗回来了，得胜。 Kam sein Vater siegreich von einer Schlacht zurück. 他哭了。 Hat er geweint. 爸爸说：“孩子，你怎么哭了？爸爸这么高兴。” Und der Vater erkundigte sich, warum er weinte, wenn der Vater so glücklich war. 他说：“爸爸，每次你回来都打胜仗。” Und dann sagte der Alexander: Jedes Mal, wenn du zurückkommst, hast du gesiegt. 那这个世界你慢慢在打哦，就是如果全部被你打完了，我以后打什么？ Wenn du später alles erobert hast, was habe ich dann noch? 所以他哭了。 Und das hat ihn traurig gemacht. Als Alexander 20 war, wurde sein Vater ermordet und dann ging er los Richtung Indien. Und als er die Indien gesehen hat, hat er wieder geweint. Als er den indischen Ozean gesehen hatte, hatte er wieder geweint. Und gedacht, oh, ist die Welt so klein. Ich habe kein Land mehr, was ich erobern könnte. Wer in der Bank arbeitet oder sonst Geschäfte macht, wird vielleicht ähnlich wie Alexander irgendwann mal auch traurig sein. Vielleicht ist es jemand, der zweite Alexander wird. Und man weint. Warum?
Warum? 全世界所有的钱都被你赚完了，没有再有钱可以赚了，你不哭啊？ Weil vielleicht alles Geld von dieser Person verdient wurde und es nichts mehr zu, danach, wonach zu streben gibt. Aber in der Gemeinde ist es nicht so. Wir haben so kann da oder? Jeder gibt etwas hinein in die Gemeinde und so wächst die Gemeinde. Ganz wichtig beim Wachstum ist, Vers 16 am Schluss, und sich selbst aufbaut in der Liebe. Die Gemeinde wächst. 教会不是像革命，每个人不是像革命家一样，就是我是一个革命者哈。Aber nicht die Einzelnen sind nicht jeweils sehr revolutionär und wollen das alles umwandeln. 不是要我们革命家有一个精神。 Den Revolutionäre haben folgende Einstellung. Ich opfere mich selbst. Damit andere besser leben können. Und er ist bereit zu sterben. Damit andere sehen, wie wichtig mir das Volk ist. Und da gibt es so Ereignisse, wie dass jemand irgendwann mal Benzin sich übergossen hat und sich selbst verbrannt hat, um zu zeigen, wie wichtig ihm das Volk ist. Aber so geht es nicht zu in der Gemeinde. Wenn Jesu Leib wächst, soll man sich selbst aufbauen in der Liebe. Inwiefern kann man sich selbst aufbauen? In der Liebe. So, Und deswegen, dann nächste Woche geht es weiter, wie das aussieht. Vom Aufbau des Leibes bis zum Selbstaufbauen in der Liebe. Lass uns zum Abschlusslied Nummer 99 singen.